Willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. Ja, Freunde, das Projekt lebt auch noch. Es geht weiter nach gefühlten, was weiß ich, wie vielen Monaten. Na naja, gut, ja doch, so 5 Wochen waren es schon. Ja, geht's weiter. Reden wir nicht lange große Ausreden darüber, warum, weshalb, sondern genießen es einfach, dass es gerade hier in der Kupferkrone, in den Slums, nun fortgesetzt wird, dieses wunderschöne Spiel. Wir haben schon mit einigen gesprochen. Ich habe zur kleinen Auffrischung auch in den letzten Part geguckt. Mit dieser Dame hier, Tiana, mit der haben wir noch nicht gesprochen, aber das werden wir jetzt nachholen. Ich hoffe, das bringt was. Ich hoffe, das auch. Ihr da! Habt ihr meinen Ehemann gesehen? Ich weiß, er ist hier irgendwo. Ja, für mich ist das schon ein bisschen länger her. Ob ich den Ehemann gesehen habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber die hat einen Dolch in der Hand. Also, wenn ich fragen darf, ist euer Ehemann? Romain! Fürst Romain! Ihr wisst, von wem ich spreche. Jeder hier weiß, von wem ich spreche. Er trifft sie hier wieder. Romain ist irgendwo. Keiner verrät mir, wo er ist. Aber ich werde ihn finden. Und sein billiges Flitschen auch. Habt ihr das gehört, Romain? Für diese Sache kriege ich euch! Haben wir ihn wirklich gehen sehen? Ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, aber decken will ich ihn eigentlich auch nicht, wenn er wirklich mit irgendeiner dahergelaufenen rumrennt. Allerdings, wenn ich ihn nicht decke, ist er vielleicht tot. Oder das Glitschen, je nachdem. Deswegen sag ich einfach mal, dass ich nicht weiß, wo er ist. Ich werde ihn schon irgendwann finden. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Eieiei, okay, dann viel Glück damit. Okay, jetzt natürlich ein bisschen gucken, mit wem haben wir schon gesprochen, mit wem nicht. Ich weiß, dass wir hier oben Hexat haben, die sich uns anschließen möchte, was aber nicht geht, weil wir gerade noch die Zwerge in der Gruppe haben. Die Quest auf dem Friedhof machen. Aber sie kommt dann gleich danach, weil sie auch eine Quest auf dem Friedhof hat. Das weiß ich noch. Dann werde ich jetzt mal mit Lettinern sprechen. Eventuell nochmal sprechen. Mal schauen. Nun, seid gegrüßt. Ich kann mich nicht daran erinnern, euch hier schon einmal gesehen zu haben. Fremde sind hier nicht wirklich gern gesehen. Dann lasst uns keine Fremden bleiben. Ich bin Sean McLeod. Ja, nun, ich bin Lettinan, Inhaber der Kupferkrone, wenn ihr so wollt. Willkommen. Okay, fangen wir doch einfach mal ganz normal an. Vielleicht könnte man mir zeigen, welche Dienste angeboten werden. Die Kupferkrone ist stets zu Diensten. Aber ihr müsst euch an Bernhard wenden, wenn ihr etwas zu erstehen wünscht. Okay, Ihr seid zurück, wie ich ja, genau. Was möchtet ihr noch? Ja, eigentlich wollte ich sehen, was für Dienst ihr anzubieten habt. Die Kupferkrone ist stets zu Ach so, also der macht das wirklich überhaupt nicht. Okay. Nicht diese typische Wirtsangebote. Okay. Okay, ich habe euren Namen beim ersten Mal nicht verstanden. Das stimmt eigentlich nicht. Ich habe von Slaven, die nachts gefördert werden, einige von ihnen. Oh, ich weiß nicht, ob ich das ansprechen soll. Ich mach's einfach. Ich habe von Sklaven gehört, die des Nachts durch die Armgebiete befördert werden. Einige von ihnen zu diesem Gasthaus. Wisst ihr etwas davon? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ich weiß nicht von. Weiß nichts von irgendwelchen Sklaven. Vielleicht können einige Münzen eure Zunge lockern. Münzen sind immer willkommen. Ihr werdet feststellen, dass die Kupferkrone all eure Bedürfnisse befriedigen kann. Sei es nach Getränk, Speiseruhe oder anderen Arten der Unterhaltung. Andere Arten der Unterhaltung? Was meint ihr damit? Oh, man kann euch stets Unterhaltung bieten. Dinge wie Bekleidung vielleicht oder Wetten oder andere Dinge. Bekleidung. Das hört sich interessant an. Erzählt mir mehr darüber. Nun gut. Hier sieht wie jemand aus, der solch Art von Unterhaltung zu schätzen weiß. Mein kleines Örtchen hier hat mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Aber natürlich. Ist das nicht immer so?
Geht da drüben zu dem Typen neben der Tür am hinteren Ende der Wand und sagt ihm, ich hätte gesagt, er soll euch reinlassen. Sprecht mit Freddy oder vielleicht mit Madame Nin, wenn ihr teilnehmen wollt. Und viel Spaß. Hä? Ich werde mit Freuden daran teilhaben, wie ihr es nennt. Ich habe von den Freuden gehört, die man hier finden kann. Aber ihr scheint mir nicht gerade der Richtige dafür zu sein, John. So gelb, wie ihr seid und das alles. Oh, ihr seid ein widerlicher Mann. Wenn ich mir eure Gejaule anhören wollte, dümmliches Elfending, dann würde ich euch übers Knie legen und euch den Hintern versohlen. Dann hätte ich zumindest auch was Nettes zu tun, während ihr rumjammert. Oh, ist das herrlich. Kupferkrone. Gleich mal gucken, was wir da jetzt gerade bekommen haben. Wie war das nochmal? Muss ich jetzt ganz runterscrollen oder wie oder was? Die Vorgänge in den Räumen der Kupferkrone. Die Hinterzimmer in der Kupferkrone. Dritter Tag, 14. Stunde, 5. Mittwoch im Jahre 1369, falls ihr es vergessen habt. Der Wirt der Schenke zur Kupferkrone hat mir die Erlaubnis erteilt, die Hinterzimmer seines Wirtshauses zu betreten. Ich frage mich, welche geheime illegalen Dienstleistungen der Mann den Leuten dort hinten anbietet. Na, man kann es ja schon so halbwegs denken, nicht wahr? Ich mache mal einen kleinen Quickie. Also jetzt nicht in den Hinterzimmer, sondern Quick Save. Und red nochmal mit ihm. Ihr seid zurück. So, hab ich da noch was zu tun? Für einen Wirtshausbesitzer seid ihr ziemlich unfreundlich. Das finde ich schon ein wenig eigenartig. Es herrschen komische Zeiten. Fremde könnten gefährlich sein, wenn man nicht aufpasst. Ihr wünscht etwas? Okay, ich denke... Obwohl, da waren noch mehr Tasks. Das mit den paar Münzen nochmal. Getränk und Ruhe hören sich gut an. Lass sehen, was ihr zu bieten habt. Achso, dann verweist er mich wieder zu Bernhard. Alles klar. So, Salvanas, ich glaube, mit der haben wir gesprochen. Sicherheitshalber tue ich es nochmal. Elfen haben nur selten Zeit zum Plaudern. Durch den Hintern einer ausgesprochen hübschen Frau da drüben. Ja, da kann man schon mal abgelenkt sein. Das verstehe ich absolut. Ungar-Dunkelhügel, was war mit dir nochmal? Okay, der ist mies gelaunt, dann lassen wir ihn mies gelaunt. Dann haben wir den Edelmann. Garol gehört ja zu uns. Tiana kennen wir schon. Ich weiß jetzt auch übrigens auch, wo dein Mann steckt. okay, da steht Bernhard, dann reden wir mal mit ihm. Bei mir ist das Bier billig. Ich habe nicht viel Zeit, um mich zu unterhalten. Hier läuft alles wie üblich. Wenn ihr etwas benötigt, fragt einfach. Das heißt, außer die Dame wünscht etwas Besonderes. Nein, aber dennoch danke. Heute Nacht geht es mir auch so gut. Bedient euch nur. Wie sieht es mit dem Rest von euch aus? Ja, dann zeigt mal, was auf der Karte steht. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon getan habe. Schlafen müssen wir auf jeden Fall nicht. Das ist noch einigermaßen gut. Hier kann man eh nur bis zum Händler pennen. Aber gut, was erwartet man in den Slums? Aber in den Slums gibt es bestimmt was Leckeres zu trinken. Nur Bier? Oh, bitte nicht. Das kann doch keine Sau trinken. Ach, kein Wein. Gib mir so ein dummes Schwarzbier. Ja, dafür gibt es natürlich noch keine Gerüchte. Dann ist mir auch egal. So, der hat so ziemlich das typische Standardzeug. Wobei, habe ich hier schon mal verkauft, offensichtlich. Wieso sollte er so Zeug... Hä? Warum hat denn der so Krams? Habe ich das verkauft? Schriftrollenbehändler? Wisst ihr was? Ich muss mal einen Inventarcheck machen. Was habe ich denn noch? Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Okay, Kugeln ist klar, weil es eine Schleuder hat und Edelsteine. Da könnten wir doch schon mal ein bisschen aufräumen. Das haben wir offenbar vernachlässigt. Bin ich der neue Tränke-Heini oder was? Das wäre seltsam. Wartet mal, hier die Tränke. Das ist der Meister-Diebeskunst. Das sind die kleinen Heiltränke. Okay. Kleine Heiltränke. So, fangen wir gleich mal wieder... Ach so, ab 24 muss man neu stacken. Ja, stimmt ja. Oh, übrigens. Ah, das habe ich vermisst. Okay. So, genau. Warum habe ich die Tränke hier so blöd geordnet? Die muss ich gerade gefunden haben oder so. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. So. Weil dann kommt das nämlich brav wieder hier schön geordnet dahin, wo es hingehört. Dann machen wir das dahin und das dahin. Oh, hier ist... Sorry, wenn das jetzt wieder mit dem Item-Management losgeht, aber ich will diese Ordnung so gut wie möglich aufrechterhalten.
So, du hast noch 3 Tränke frei. Ach ja, die Identifizierungsbrille und hier die Schriftrollen. Gut. Dann kriegst du noch diese Tränke von mir. Questgegenstände bleiben bei John. So, und ansonsten haben wir eigentlich ganz gut für Ordnung gesorgt. Wir sind ganz schön arm, sehe ich gerade. Aber ich glaube, das war wegen der Brille, die wir uns gekauft haben, ne? So, okay. Gut, machen wir nochmal einen Quick und wen haben wir noch hier? Sag mir, was zu tun ist. Bevor wir in die Hinterzimmer gehen, Tiana. Ich glaube, da unten waren wir. Da haben wir schon was von diesen illegalen Tierkämpfen gehört, ne? Wo wir uns dann doch letztendlich, glaube ich, ausgesprochen haben dagegen. Es ist schon einige Zeit her, seitdem ich zum letzten Mal so weit im Süden war. Ich erinnere mich, dass ich hier vor einigen Jahren auf Gorion getroffen bin. Er wirkte ein wenig deplatziert und verloren, so ganz ohne seine Bücher. In letzter Zeit kann ich es offenbar nicht lassen, von den Toten zu sprechen. Es tut mir leid, ich möchte euch nicht durch meine Sorgen belasten. So, ich darf jetzt nicht zu freundlich sein, weil ich will ja keine Romanze mit ihr anzetteln. Ich denke... Ich nehme das erste, das ist relativ neutral oder überhaupt nicht. Erinnerungen tun uns allen gut. Ja, das tun sie. Erinnert ihr euch an seine Geschichten? Manchmal braucht er tagelang, um eine zu erzählen. Ein Stückchen hier, ein Stückchen da. Er erweckte die Geschichte mit seinen Worten zum Leben, sodass man das Gefühl hatte, wirklich tot zu sein. Ja, und wenn es dann vorbei war, hatte man das Gefühl, als wäre es die eigene Geschichte. Ja, das stimmt. Seine Geschichte wurde zu eigenen, die man mit sich nahm. Ihr seid zwar nicht sein leiblicher Sohn, aber es steckt viel von ihm in euch. Und ich sehe viel von euch. Und ich sehe euch. Nochmal. Und in euch sehe ich viel von Kalitz verhalten, trotz eurer Unterschiede. Ihr habt wohl nur zu Recht. Es ist sehr weise von euch, dass ihr das erkannt habt. Nun, genug davon. Wenn man zu oft solche Gespräche führt, wird man noch ganz rührselig. Aber ich muss eingestehen, dass mir dieses Gespräch gut getan hat. Ja, ich denke, das war noch in Ordnung, aber ich muss echt aufpassen, dass ich keine Romanze starte, sonst geht es eben mit den anderen Mädels nicht. Ah ja, hier hatten wir die klassische Kneipenschlägerei. Folglicherweise haben wir mit denen allen gesprochen. Wir kamen eh irgendwo von da, ne? Von da kamen wir rein. Dann gucke ich jetzt mal oben rum, ob da noch was Neues ist. Habt ihr je von meinem Volk gehört? Den Avariel? Okay, die Nächste, die mit mir quatschen will. Aber eigentlich finde ich das ja toll, also... Aber auch mit ihr fange ich keine Romanze an, weil das hatte ich ja schon in meinem Durchgang. Den geflügelten Elfen? Sehr wenig. Ich dachte, es gäbe sie nicht mehr. Nach dem, was mir meine Mutter erzählt hat, trifft das auch auf die meisten von uns zu. Sie wurden durch die Drachen während der ersten Blüte getötet. Aber einige von uns leben noch immer an gut geschützten Orten. Mein eigenes Volk lebt hoch in den Bergen, weit im Süden. Der Ort nennt sich Feania Dail. Und wir haben keinen Kontakt mit anderen. Es war ein großartiger, ein majestätischer Ort. Meine Erinnerung ist schlecht, aber wenn ich auch nur kurz daran denke, steigen mir die Tränen in die Augen. Ich weiß nicht, ob... Soll ich noch weiter nachfragen? Eigentlich sehr interessant, ne? Aber das wird noch keine Romanze triggern. Das kann ich ruhig fragen. Erzählt mir mehr von eurem Volk, Ari. Wir leben in offenen Behausungen mit wunderschönen Marmorsäulen und Aussichtspunkten, von denen aus man die ganze Bergkette unter uns beobachten konnte. Dort gab es keinen Ort, an dem man seine Flügel nicht spreizen konnte. Wir liebten den Wind und den Regen. Wir atmeten das Leben ein, John. Und wir lebten in Harmonie miteinander. Soweit ich mich erinnere, gab es auch durchaus eine Einteilung in verschiedene Gruppen bei uns. Da gab es mächtige Krieger der Lüfte, die uns verteidigten. Sie besaßen gläserne Waffen, die im Sonnenlicht glänzten. Und die Gruppe, der ich angehörte, widmete sich der Kunst und dem Wissen. Sie erbauten prächtige Gebäude und füllten sie mit glorreichen Wundern. Es tut mir leid, John. Ich kann nicht mehr weitersprechen. Ich habe plötzlich Heimweh, so dumm das auch klingen mag. Ich vermisse sie so sehr, dass mir das Herz förmlich zu zerspringen scheint. Ich muss euch sehr dumm vorkommen. Ach was. Ich mag diese Rührseligkeiten. So, aber, jetzt machen wir mal weiter. Kennen wir schon dich, mein Freund?
Vielleicht habt ihr ja mehr Mut als die Würmer, die dieses Loch der Verderbtheit heimsuchen. Ich bin Anomen, Kriegerpriester des Helm. Wie ist euer Name? Okay, ist die Frage, ob ich mit dem schon geredet habe, aber anscheinend kennen die sich noch nicht, sonst wäre der Text anders. Das ist jedenfalls auch ein Typ, den ich noch nicht mitnehmen kann, aber wir können ja schon mal ein bisschen mit ihm reden. Ich heiße John McCloud, es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. Glück auf! Sprecht also! Ist euer Herz von Mut erfüllt oder ersäuft es in Feigheit? Wenn es einen Anlass für Mut gibt, dann habe ich ihn in Hülle und Fülle. Ich vertraue darauf, dass euer Wort etwas gilt. Also, John McCloud, sagt mir, seid ihr eine Macht des Bösen oder des Guten? Also, Rechtschaffenheit würde ich mich jetzt nicht nennen. Das ist ja voll die Druidenantwort. Und das ist... Ja, also man kann jetzt hier... Ja, soll ich das erste oder das zweite nehmen? Wenn ich das zweite nehme, ist er mir vielleicht pissy, weil er scheint ja so ein rechtschaffener Paladin zu sein. Ich werde einfach mal ein bisschen flunkern. Ich bin eine Macht der Rechtschaffenheit. Per Zufall habe ich würdige Weggefährten gefunden. Es ist mein Bestreben, vom höchst ehrenwerten Orden des strahlenden Herzens zum Ritter geschlagen zu werden. Ich muss mich aber zuvor als würdig erweisen. Habt ihr Bedarf an einem starken Kämpfer, mein Fürst? Bedauerlicherweise muss ich euer Angebot ablehnen. So sei es denn. Wenn es euer Ziel ist, das Unrecht dieser verdorbenen Landes wieder gut zu machen, dann bin ich der Mann, mit dem ihr sprechen solltet. Ich denke, ich werde auch weiterhin hier sein und wohl nach wie vor vergebens nach einem Abenteurer suchen, der was wert ist. Sorry. Warum machst du nicht einfach selbst, wenn du so ehrenhaft und rechtschaffen und toll und mutig bist? Nee, schon gut. Irgendwann holen wir ihn. Ich kenne seine Quest noch aus meinem Privatdurchgang und ich muss sagen, holy moly, hab ich da ist mir die Kinnlade an einer gewissen Stelle runtergefallen. Ihr wisst bestimmt die Stelle, wenn ihr das Spiel kennt. So. Das nehme ich mir mal mit. Hat bestimmt niemand was dagegen in so einem öffentlichen Wirtshaus? Gut. Rausschmeißer. Latina lässt euch nach hinten, ja? Dann ist in Ordnung. Macht keinen Ärger. Dann brauche ich euch auch nicht den Hals zu brechen, ja? Okay, da kommen wir schon mal rein. Ich gucke jetzt einfach gerade nochmal, ob da noch jemand war. Wer bist du denn? Die Shankmaid, haben wir mit der schon gesprochen? Na, ihr seid aber alle große Männer. Ja. Okay, Garol, kenne ich dich? Oh. Entschuldigung. Okay, anscheinend haben wir den schon mal getroffen. Anscheinend haben... Okay, ich werde gehen. Weil nochmal will ich dann mit dem nicht reden. So, was ist dann da oben? Oder wartet mal, wir waren noch gar nicht in der Küche. Da gehe ich aber alleine hin. Ist schon geschehen. Wenn ich überhaupt darf. So, ist hier kein Koch, nix. Ach, schaut mal, die Fliegen. Wer will denn das noch essen? Ja, war damals wohl gang und gäbe. Da hat man von Kühllager noch nicht viel verstanden. Ja, schön da noch an den Kamin, ne? Nein, du wartest noch. Ich bin noch nicht so weit. So, was war jetzt hier? Oder ist hier zu? So, was sagst du mir? Sagt, was ihr von mir wollt. Ah, das ist das Gleiche, okay. Also ist egal, wo ich zuerst reingehe. Ich würde sagen, dann gehen wir trotzdem alle mal hier hin. Ihr zeigt mir, wo immer Minsk auch hingeht. Macht das so. Böse einen Schritt zur Seite. Ja, in der Kupferkrone kann man sich schon ein bisschen länger umschauen, aber das ist auch schön so. Und die Hinterzimmer, mir, was zu tun das sind ist. Bestimmt ein Blick wert. Wenn es denn sein muss. Okay, da kommt jemand. Steht bequem, Bürger. Seid willkommen und erfreut euch an den exklusiven Unterhaltung, die Kupferkrone bietet. Schaut euch nur um. Okay. Ja, dann lass mich durch. Ah ja, und da oben ist dann der Weg, der dahin führen würde, ne? Kurz mal schauen, ob sich das so erschließt, wie ich mir das vorstelle. Ah, da ist noch eine Tür. Moment. So, die mache ich auch mal auf. Okay, wollen wir hier starten oder wollen wir erstmal gucken, was hier ist? Ne, ich glaube, ich bleibe erstmal hier. Okay. Ich habe gespeichert, deswegen erlaube ich mir das eben mal. Passiert was?
offensichtlich nicht gut. Dann gucken wir mal. Rumar, haha. Die Leute haben mir ganz schön eingeheizt. Hey, ihr da. Wisst ihr zufällig, ob mein zänkisches Stück Weib noch immer in der Taverne ist, um nach mir zu suchen? Was soll ich machen? Soll ich ihn verpfeifen? Aber dann steht deren Leben, den beiden ihr Leben auf dem Spiel. Aber andererseits hurt er da gerade rum, ne? Das finde ich auch nicht in Ordnung. Ah, ich gehe mal drauf ein. Dann müsst ihr Rumar sein. Oh ja, sie sucht nach euch. Das kann man wohl sagen. Wirklich? Ach, bitte, seid doch so nett und verratet ihr nicht, wo ich bin. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt mit meinem kleinen Tollpatsch hier. Nicht wahr, mein Dummchen? Tja, gibst du mir was dafür, dass ich schweige? Weil ansonsten... Ich warte. Meine Eide hat mir ganz schön eingeheizt. Ja, nee, weißt du was, dann gehe ich jetzt petzen. Weil das, ich geh jetzt plötzlich, lass die da stehen, dann gucken wir uns die Szenerie an. Schneller als Chick-Ticker, schnell prallen. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal auch so gemacht. Komm, der Rede. Und das war sehenswert, das machen wir jetzt. So. Mal gucken, ob das eskaliert. Ihr da! Habt ihr meinen Ehemann gesehen? Ich weiß, er ist hier irgendwo. Genau genommen habe ich ihn in den Hinterzimmern getroffen. Vielleicht könntet ihr ihn da finden. Was? Hinterzimmer? Ihr, lasst mich in dieses Hinterzimmer, aber plötzlich! Ja, werte Dame, geradeaus, meine Dame. Okay, okay, und was passiert? Roma? Roma? Liebling? Wagt es ja nicht, mich Liebling zu nennen. Ihr werdet auf der Stelle mit mir nach Hause kommen. Ach ja, die Beziehung läuft. Ja, mein Schatz. Nein, ihr könnt ihn nicht haben. Er gehört mir. Oh, das hättest du besser nicht getan. Noch ein Wort von euch, Weib, und es wird euer letztes sein. Weib? Weib? Hört mal her, alte Harpie. Wie nennt ihr mich? Das war's. Mädels, meine Damen, bitte nicht streiten. Oh, fuck. Meine Eide hat mir ganz schön eingeheizt. Oh Gott, sie ist gestorben? Ich wusste, dass die kämpfen, aber ich dachte, vielleicht ist auch Zufall, wer zuerst trifft oder so. Ich dachte nämlich, dass die Ehefrau überlebt. Oh, shit. Briss, Dummchen, geht es euch gut? Es geht mir gut, Rumi. Die Hexe hat mir sehr weh getan. Nicht sehr weh getan. Es tut mir so leid, Brissy, Dummchen. Ich konnte nicht wissen, dass das passieren würde. Tut mir leid, es ist nichts. Wir werden heiraten, Rumi, jetzt. What? Ja, so hat man das damals geregelt. Ja, ich nehme mal das Gold an dich. Gern geschehen, dass ich dir verraten habe, wo dein ehebrechender Mann ist. Naja. Sagt mir, was zu tun ist. Ist ein bisschen eskaliert, gebe ich zu. Aber was lernen wir daraus? Ja, der Mann kam jetzt ungeschoren davon. Nee, wir lernen nichts draus. Ich hoffe, das bringt was. So, schauen wir uns in den Zimmern doch mal genauer um. So, wer bist du? Einfach mal ins Zimmer gehen, umzingeln, schwer bewaffnet und dann mal reden. Hey da, junger Kerl. Ich kenne euch doch, oder? Yoshimo, nicht wahr? Jarin? Jarin, du altes Lederfossil. Was macht der Ruhestand? Was meinen Schlaf betrifft, so liege ich ein paar Tage hinter meinem Zeitplan zurück, während ich beim Bier schon mehrere Wochen im Voraus bin. Alles in allem könnte es schlimmer sein. Sehr schöne Antwort eigentlich. Das ist so traurig, dass ich am liebsten kotzen würde. Hört zu, junger Spund. Ihr werdet euren Anteil früh genug bekommen. Schaut zu, ob ihr lange genug auf der Straße lebt, um mein Alter zu erreichen, klar? Ich werde euch um Längen überleben, Charin. Wartet es ab. Das denken alle, die jung sind. Wir werden sehen. Ja, das werden wir mal sehen. Hier könnte es sein, dass ich bestraft werde, wenn ich an den Schrank gehe. Deswegen safe und...
War das gerade eine Falle? Ja, ich nehme das Zeug jetzt trotzdem mal. Ich will gucken, ob ich bestraft werde. Ansonsten kann ich es nämlich gleich auch liegen lassen. Und andernfalls würde ich jetzt laden und es mit der Falle auch nochmal probieren. Anscheinend passiert nichts. Okay, dann Spiel laden. Und das Ganze nochmal, wer ist unser Fallengucker? Ich denke, ich bin soweit. Ja, wer sonst? Siehst du das mal? Danke. So. Ja. Und du bist ich daran. Hoffe, das bringt was. Was ist das? Die Geschichte des Schattentals 10, das kennen wir schon. Aber wir haben interessante Handschuhe bekommen. Wer hatte nochmal die beste Sagenkunde? Ich glaube, das war Yoshino oder. Nee, es müsste Eri gewesen sein. So, schau mal. Ach, ich guck lieber nochmal wegen der Sagenkunde, nicht, dass ich mich da irre. 31. 33, ja, okay, bei dir brauche ich ein Jahr 0. Wo haben wir es bei dir stehen? Hä? Sag mal, ist dir sagen, sag mal, bin ich jetzt blind? Da steht es doch 9. 4, okay. Also dann nochmal kurz Yoshino drauf gucken lassen. Ich glaube, die zwei Punkte werden es nicht rausreißen, aber sicher ist sicher. Bevor wir das mit der Brille durchleuchten werden. So. Ne, okay, das ist anscheinend wirklich was sehr Gutes. Schauen wir mal. Bitteschön. Die Handschuhe des Taschendiebstahls. Vor ein paar Jahren fand man die Leiche von Fong Mo, einem berühmten Taschendieb. Der sowohl in Baldur's Tor als auch in Adcatla bekannt war. Auf der Straße zwischen Baldur's Tor und Baragost. Offenbar hatte er von einem mächtigen Magier ein Artefakt gestohlen und war dann bei dem Versuch gescheitert, vor dem Magier zu fliehen. Seine Besitztümer gingen an seinen Neffen, der sich an den gleichen Beruf wie sein Onkel verschrieb und zu einem außergewöhnlichen fähigen Taschendieb wurde. Ob die Handschuhe schon früher magisch waren oder ob sie von der Essenz des Meisterdiebes Fong Mu erfüllt sind, lässt sich nicht sagen. Auf jeden Fall Taschendiebstahl plus 20%. Das ist sehr nice. Da wir irgendwann ja mal auf Taschendiebstahl gehen wollen, gönne ich mir die. Ich habe eh noch nichts drin. So, ansonsten haben wir hier einen Zauber, der allerdings niemand braucht. Und dann haben wir noch die besseren Heiltränke. Die werden hier gestackt. So, okay. Sagt mir, was zu tun ist. Dann saven wir das und dann kann es ja weitergehen. Ich kümmere mich nächstes drum. Zimmer. Hier ist gar nichts und niemand. So, was haben wir hier? Auch nichts, doch da. Sieht mich ja keiner, ne? Kann ich ja jetzt ruhig. Moment, erst nochmal. Was braucht ihr? Hier mit ich gucken. Bin ein Fachmann im Ausweichen. Aber da hier niemand drin ist, wird das wahrscheinlich auch nicht mit einer Falle. Ich warte. Gedings sein. Okay, dann hat wohl ist jemand hier was geschehen. Vergessen. Oh, nice. Nehmen wir alles mit. Das kann sie sogar lernen. Das ist furchtbar. Das kennen wir schon. Und, jo, okay. Was ist hiermit? Ich glaube, der ist neu. Also zumindest für unser eins. Glück. Aber das lese ich jetzt nicht. Wir haben ja Tutorial schon sehr viele Zauber gelesen, als wir noch mit Dingens unterwegs waren. Ob da jetzt Glück dabei war, weiß ich nicht. Aber ihr könnt euch ja denken, was mit Glück gemeint ist. Es ist bessere Trefferwürfe etc. Ja. So. Wahrscheinlich ein Zauber, den wir eh niemals benutzen werden. Ich bin dabei. Oh, da liegt jemand halb tot oder schläft er nur gut? Mal schauen. Schlafender Zwerg, okay. Ein schlafender Zwerg kann uns nicht ärgern. Okay, er schnarcht, dann lassen wir ihn mal schnarchen. Er hat leider keine... Er hat nichts dabei. Okay, gut. Gut. Ja, das sind dann eher doch noch die normalen Zimmer und nicht die Zimmer mit Begleitung. Die kommen wohl da oben vielleicht. Da ist wahrscheinlich die Madame, die Puffmutter, wie man auch umgangssprachlich sagt, Madame Nin. Möchtest du gerne etwas Aufregendes erleben, Liebling? Sei gegrüßt, mein Fürst. Ich bin Madame Nin und ich bin hier, um euch euren Aufenthalt zu versüßen. Habt ihr Interesse an einer Bekleidung, mein Fürst? Warum eigentlich nicht? Nein, oh nein, John hat genügend Mitstreiter und bedarf eurer Widerwärtigkeit nicht. Ja, aber Eri,
ich habe zwar Mitstreiter, aber mit euch kann ich ja nicht, also ja doch, theoretisch schon, aber ne, also das ist schon ein Unterschied. Ich verstehe, vielleicht solltet ihr noch einmal darüber nachdenken, wo ihr dann seid, und vergesst nicht, dass die anderen Gäste nicht von eurer unsinnigen Einstellung gestört werden wollen. Oh, Eric, du hast mir die Show fast... Möchtest du gerne etwas Aufregendes erleben, Liebling? Also so geht das nicht, so... Abmarsch mit euch. Sagt mir, was zu tun ist. So geht's ja mal nicht, ey. Das versaut mir die Show. Muss. So, Tür zu. Geht das nicht? Ach, egal. So. Wo waren wir stehen geblieben? Also. Ich habe kaum Geld, ne? Gut, aber Kupferkrone, die werden ja nicht so teuer sein, hoffe ich. Möchtest du gerne etwas Aufregendes erleben, Liebling? Ihr habt schon zu viele Scherereien. Och, komm schon! Blöde Eri, ey, jetzt hat's... Unfassbar, ja, ihr könnt wiederkommen. Dank euch bleibe ich jetzt hier total. Lass mal das. Minsk auch hingeht, macht das Schritt zur Seite. Ja, gut, dann ist halt so. Mann, oh. Ich warte. So, egal. Gute Idee, das mir zu dann werden wir eben so weitermachen. Darf ich trotzdem die Zimmer gucken? Hätte es überhaupt gelohnt? Vera. Ja. Ja, Blondinen sind jetzt nicht so mein Fall. Ich störe die jetzt einfach mal. Das Bett sieht gemütlich aus. Möchtest du gerne etwas Aufregendes erleben, Liebling? Was soll das? Hier die Leute anzurempeln. Raus, raus, sage ich. Ja, sorry. Okay, das ist nicht wichtig. Also nur gucken, ob hier alles geregelt läuft, ne? Du bist anscheinend schon fertig für heute, Zavira. Ah, ne, die, okay, die ist sonst so auf Folge 7. Ja, wenn du so halbwegs pennst, dann darf ich bestimmt gucken, was da ist. Wow. Verlangst du so viel? Muss ich jetzt nicht unter den Wert verkaufen, ne? Also, nee, Spaß. Alles nur Spaß, Leute. Hier ist noch was. Ja, gut, es wäre eh, gut, die wäre frei gewesen, ne? Aber nö, es wurde mir ja die Show vermasselt. Sag mir, was zu tun ist. Meine ich Güte. Ich hoffe, das bringt was. Okay, egal. Dann gehen wir mal wieder zurück. Eine Tür haben wir ja noch. Also, ja, die hinteren Zimmer, die haben mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Das war ja jetzt mal gar nichts. So, gehen wir hier gucken. Ich glaube, da kommen wir zu einer anderen Art von Unterhaltung, wenn ich mich recht erinnere. Schauen wir mal. Oh, wartet mal, was haben wir hier? Hey, hey, hey. Was ist das denn für ein Zimmer? Okay, auf jeden Fall haben wir gesaved. Ich weiß nicht, wie die Typen drauf sind. So. Seid mir gegrüßt, ich heiße euch willkommen. Ich habe heute schon zweimal gewonnen, weil ich ein... Was? Weil ich auf Hentak gesetzt habe, diesen Kampfsklaven. Ein wundervoller Mann, der... Aha, da haben wir auch schon die Bestätigung, dass hier anscheinend doch noch irgendwelche Kämpfe mit Sklaven abgehalten werden. Okay, der schnarcht sich einen weg, und du? Einen wunderschönen Tag, Freund. Wir haben schwarzen Lotus hier. Hat aus den entlegensten Häfen zu uns gefunden. Was für ein luxuriöses Leben. Schwarzer Lotus, sind das Drogen? Sicher bin ich mir nicht, aber es klingt so. Die sehen auch irgendwie so, also sieht irgendwie so total stoned aus, das Zimmer, ich weiß nicht. So, schauen wir mal hier. Soll ich hier nach Fallen gucken? Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Ich brauche deine Spürnase. Ich warte. Hier Fallen sind, ich weiß es nicht. Ich kümmere mich drum. Sieht ja jetzt nicht gerade nach dem offiziellsten Weg aus hier, den wir gefunden haben. Hier ist auch noch mehr, vielleicht kommt das ja noch. Ein halber Dungeon, ey, diese Kupferkrone. Ja, hallo? Jetzt geht's ins Nichts, oder was? Hallo? Achso, ist das ein Stockwerk? Moment, geht mal raus. Ja, ist ein Stockwerk. Nee, da bleibe ich erstmal hier. Schau, was da los ist. Was kommt da noch alles? Holy shit. Darf ich hier wirklich rumlungern? Wahrscheinlich nicht, ne? Na, der wird's mir gleich sagen. Was ihr von mir wollt. Jeder, was macht ihr unten? Das ist Sperrgebiet. Ah, ich sehe schon, hier sind die Sklaven eingesperrt. Geht sofort oder es passiert was.
Ich darf hier sein. Ich gehöre zu Lettinans besonderen Gästen. Ich habe euch gewarnt. Wachen! Eindringlinge! Okay, ich denke, das ist unvermeidlich. Räumen wir auf. Ah, wer steht da vorne? Airy. Na super. Nee, das. Oh, sind das jetzt viele hier? Ja, klar. So, wer macht denn hier alles mit ein bisschen viel Fernkampf gerade, ha? Huh? Sehr viel. Doch, du hast die Axt. Okay, zwei, die in die Front gehen. Ja, ist okay dann. Ey, komm, wir machen das ein bisschen taktischer, weil du greifst ihn an. Aber ich habe keinen Bock auf so ein... Die Dienerin der Natur ist bereit. Moment, das ist... Du hast den Schlagdingens. Ah, okay. Ja, dann bleibst du mal bei mir, das ist okay. Und die Fernkämpfer greifen den Magier an, bevor der was richtig Blödes macht. So, schauen wir mal, ob wir so durchkommen. Haltet den Magier auf, haltet den Magier auf, der zaubert was. Jetzt gehen alle, geht alle dahin. So, wir haben es ganz gut im Griff. Ich würde sagen, du wechselst auf die Schleuder. Und go. Okay, Airy ist stark verletzt. Sie steht ja auch in vorderster Front wieder. Was? Was kann ich tun? Ich werde es tun. Lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe. So, ja. Da unten ist keiner mehr. Und da hinten ist noch ein blöder Magier. Ich lasse Airy jetzt da hinten stehen. So, schnell dahin, Leute. Der hat ein Schutzschild. Da steht der Kupferkrone, aber die halten nicht viel aus, wie ihr seht. Das war's. So, jetzt nehmen wir das Sinnvollste mit. Bogen. Ne, okay, den Rest will ich nicht. Ich bin bereit. Obwohl, da liegt noch ein Zauber. Da noch was. Und der Rest ist Standardrüstung, ja? Okay. Gut, dann heilen. Ups. Was ist hier passiert? Haben wir uns schon so leer geheilt? Ich warte. Hätte ich doch schlafen sollen. Hier habe ich noch eine kleine Heilung für dich, Airy. Was ist das jetzt? Komische Musik hier. Okay, das reicht eigentlich. Ja. So, jetzt sehen wir das Ganze auch mal. Hier kommt was Größeres. Ich gucke mir jetzt mal die Zellen an. Ich hoffe, das bringt was. Kann ich die öffnen? Ihr steht offensichtlich nicht auf der Seite unserer Peiniger. Wer seid ihr? Ah, von dem war ja schon mal die Rede. Mein Name ist John McCloud und ich habe mit Lettinan und seinen Männern nichts zu tun. Wer seid ihr? Ich bin Hentak, ein stolzer Krieger aus dem Norden, bis mich Sklavenhändler gefangen nahm. Ich war länger eingekerkert als diese Männer und überlebte, obwohl nur knapp. Hm, so ein großartiger Krieger kann er ja nicht gewesen sein, wenn man ihn gefangen hat. Ich habe getan, was ich konnte, um diese anderen Sklaven zu helfen und sie Leben durch die Kämpfe zu bringen, die Lettinan veranstaltet, um seine noblen Kumpanen zu unterhalten. Ich bitte euch, befreit uns! Würde ich gern, aber hier hätte niemand den Schlüssel droppen lassen, ne? Also ich sehe jetzt auch nicht ein, hier diese Sklavenkämpfe weiterlaufen zu lassen. Das Puff war sehr enttäuschend, deswegen lasse ich hier alles aufliegen. So, mein Statement dazu. Ich habe selbst nur wenig davon übrig. Also gut, ich werde versuchen, euch zu befreien, wenn ich das kann. Ich hoffe wirklich, dass ihr das könnt. Der Tiermeister hat den Schlüssel zu unseren Zellen. Wenn ihr ihm den Schlüssel abnehmt, können wir aus den Zellen fliehen. Ich glaube, dass wir das Richtige tun, wenn wir diese Leute befreien. Ich war einst auch so etwas wie ein Sklave. Ich war selbst in einem kleinen Käfig eingesperrt. So etwas ist einfach nicht richtig. Wir werden diesen Krieger und seine Leute befreien? Eine unerhört ehrenvolle Tat. Das wird uns Heldenruhm einbringen. Heldentaten von wahren Helden verübt. Und jeder wird es sehen. Mögen die Götter euch beistehen. Ich wollte, ich könnte euch helfen. Aber ich muss mit der Hoffnung zufrieden sein, dass Lettinan den tödlichen Streich meiner Klinge füllen wird. Okay, da habt ihr das gehört.
So. Hentak und die Sklaven. Es scheint so, dass in der Schenke zur Kupferkrone Sklaven eingesetzt werden, um die Leute zu unterhalten. Ich habe mich mit einem Sklaven namens Hentak unterhalten und mich dazu bereit erklärt, ihn und seine Leute zu befreien. Ich benötige einen Schlüssel, der sich im Besitz des Tiermeisters findet. Er ist auf der anderen Seite der Arena zu finden. Ah, okay. Boah, das hatte ich noch nicht bekommen, die Info, aber okay. Sag mir, was zu tun ist. Gut, dann wäre das schon mal geklärt. Ich gucke jetzt auch noch in die anderen Zellen, bevor wir uns losmachen. Da ist sogar ein kleines Mädchen eingesperrt. Was soll denn der Shit? Sie kann ja unmöglich bei den Kämpfen mitmachen. Das geht zu weit, aber sowas von. Okay, auf der anderen Seite. Meinen die damit den großen Raum hier? Vielleicht, ne? Wir haben ja auch noch ein oberes Stockwerk, nicht zu vergessen. Da ist auch ein kleiner Junge drin. Okay. So, okay, ich glaube, wir müssen jetzt da durch. Wo sind wir denn hier? Ach, das ist die Arena eventuell. Irgendwo müssen die Kämpfe herausgetragen werden. Ein Kampf beginnt. Ach komm, doch jetzt nicht mit diesem Winterwolf, der ist eh da unten eingesperrt. Der kann ja nicht mal zu mir, oder? Ach doch, das ist ja auch sehr sicher gemacht hier. Lassen Sie sich hier einfach frei rumlaufen. Wahrscheinlich total ausgehungert. Also irgendwie sind die Soundeffekte gerade seltsam, oder? Ich weiß nicht. Soll ich dieses Winterfell mitnehmen? Also, ja doch, Winterwolfspelz, ja. Das habe ich schon richtig erkannt. Ich glaube, das kann man wirklich teilweise gut verkaufen, das Zeug. So ein richtiges Crafting-System gibt es ja in dem Spiel noch nicht. Aber ganz ehrlich, war nie so der Fan von diesem ganzen Crafting-Gedöns, dass man da unzählige Materialien mitnehmen kann, die dann irgendwo aufwerten, schmieden etc. Ich fand das immer, wie soll ich sagen, klar, es ist hilfreich. Aber ich fand es irgendwie auch immer nervig. Ich weiß nicht. Für mich reicht es einfach, wenn es einen Händler gibt, wenn es einen Schmied gibt, dem gebe ich Geld und der macht mir was Geiles draus. Aber diese so Crafting-Systeme, die halten nur unnötig auf, finde ich. Aber na gut, ich will jetzt nicht rummotzen. Da hoch komme ich gar nicht. Wie komme ich denn zum Publikum? Wie seid denn ihr daher gekommen? Hä? Ist hier noch eine Tür? Ah! Von da kommt ihr. Hey, wisst ihr, was ich dann mache? Ich gehe jetzt mal zurück. Und guck mal, ob ich da noch mitwetten darf. Und vielleicht ist ja der Tiermeister dort. Mal schauen. Das ist natürlich, ne? Erstmal hier dreckig die Wette mitmachen. Oh. Und dann, ein Wächter, ein ganz normaler Wächter. Okay, versammelt euch mal. Ups. Böses, solange du noch kannst. Ich warte. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. So. Okay, komm du erstmal zu uns und bams. Los. Okay, das ging verdammt schnell. Also wir sind anscheinend ja echt gut dabei. Ja. Okay. Ja, oder wir gehen erst... Ich weiß halt nicht, wo ich zuerst hingehen soll, aber ich würde sagen, erstmal in diesen offiziellen Bereich, wo ich eventuell noch hin dürfte. Ich bin dabei. Ich meine, jetzt haben uns zwar schon ein paar angegriffen, aber theoretisch weiß doch keiner, dass wir... ja, hier etwas zerstören wollen, ne? Das aufliegen lassen wollen. So. Ah, hallo auch, werte Kunden. Willkommen in der Grube. In der Grube? Dann führt ihr dort hinten auch Tierkämpfe durch? Etwas viel Besseres. Hier gibt es die allerbeste Live-Unterhaltung. Echte Kämpfe zwischen Menschen und Bestien. Dargeboten zu eurem Vergnügen. Hier sieht man zu, wie sich Leute bekämpfen, um sich daran zu ergötzen. Warum tut man nur so etwas? Diese Männer... Die kämpfen doch nicht freiwillig, oder? Erlebt selbst, wie die Gladiatoren der Kupferkrone in der Grube um ihr Leben kämpfen. Gesellt euch ruhig zu den Edlen auf dem Zuschauerbalkon dort oben, werter Herr. Ja, die Tierkämpfe haben wir auch nicht gemacht, so rein moralisch betrachtet, ne? Aber andererseits... Ich will nur mal gucken. Ich will jetzt nicht unbedingt mitwetten. Würde ich wahrscheinlich eh nur verlieren. Ich spiele jetzt einfach mal mit. Ich verstehe, wann ist der nächste Kampf? Wie ich hörte, steht sehr bald ein Wettkampf an. Geht nur rein, mein Fürst, und seht selbst. Ich will da jetzt einfach mal reingehen und nicht rummotzen. Ich gehe jetzt wieder. Wie ihr wollt, werdet ihr viel Vergnügen. Pah! Einem guten, blutigen Kampf gibt's nichts zu meckern.
wenn euer Clan euch mit seinem Gebrüll unterstützt. Ich habe schon vor dieser Art Unterhaltung gehört, aber habe selbst noch nie gesehen. Ja, dass das ihm gefällt, war mir wieder klar. So, dann schauen wir doch mal. Ja, ich habe leider vorhin den Wolf getötet. Es tut mir ja leid. Die denken sich auch, was ist denn hier los? Hallo, Edelmann. Mein blaues Blut gibt mir das Recht. Werdet ihr auch kämpfen, Raschemit? Ihr scheint wirklich barbarisch genug zu sein. Ich bin nicht begeistert, gegen Sklaven zu kämpfen, aber ich würde jeden echten Gegner zerschmettern, der es wagt, mir gegenüberzutreten. Ja, das ist auch eine Einstellung, Minsk. Bei Sunes Geduld nicht noch einer. Hoffentlich findet meine Frau nicht heraus, dass ich hier bin. Das Dummerschen glaubt tatsächlich, dass ich auf der Jagd bin. Einmal belügen hier alle ihre Frauen. Was ist das nur für eine grausame Welt? Okay, dann war es das hier wohl vom Zuschauerbereich. Ich gehe jetzt noch hier gucken. Ah, da stand niemand, oder? Nö, okay. Ja, dann kann ich den jetzt noch ein bisschen dumm anmachen. Von wegen, ist das nicht illegal? Und dann machen wir da hinten weiter, würde ich sagen. Wir nehmen einfach alles mit, was geht. So, Frankie. Ich hoffe, ihr werdet die Zerstreuung der Kupferkrone genießen, werter Herr. Zerstreuung. Okay, wie dem auch sei. Dann haben wir das gesehen. Dann haben wir die Arena sowohl von der Seite als auch von der Seite gesehen. Jetzt war ich da hinten noch gar nicht. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich echt hochgehen soll oder... Aber von da oben kamen auch Kämpfer. Aber es hieß ja, dass der Tiermeister auf der anderen Seite ist. Und das wäre ja dann hier hinten und nicht ein Stockwerk oben drüber. Das heißt, ich gehe vielleicht doch besser erstmal hier lang. So, gucken wir mal. Da kam zwar auch eine Wache rausgeschossen, aber yo. Ihr müsst eure Gruppe erst zählen, ja, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Fehlt jemand? Ihr müsst was habt ihr zwei getrieben? Bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Da kommt's wieder raus. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Oh, wieso sieht denn das jetzt so kanalisationsartig aus? Ich glaube, ich gehe wieder. Wenn es sein muss, ja komm, geh mal durch. So groß wird das hoffentlich nicht sein. Ich dachte, es ging hoch und nicht runter. Na gut. Hobgoblins rennen hier rum. Toll. Lass uns nochmal schnell zurückgehen, wenn möglich. Oder zaubert er jetzt schon? Mal gucken, ob er kommt. Ansonsten werde ich irgendeinen Fernzauber machen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Fernzauber habe. Feuerball und so. Hier habe ich noch einiges. Heiligtum. Sind das die Zauber, die ich wollte? Kommen mir so teilweise fremd vor. Weiß nicht. Soll ich mal eine stinkende Wolke machen? Wo der Goblin war? Komm, warum nicht? Ich hoffe, sie muss dafür nicht zu weit vor. Gut. Ja. Das, trifft welche, aber wir müssen wieder runter scrollen, was zu sehen. Ah ja, da werden ein paar ohnmächtig. Rettungswurf gegen Tod sogar. Aber halt nur ohnmächtig, ne? Später kriegen wir geilere Wolken, die auch Schaden machen. Dann macht das mehr Spaß. Also ist es langweilig. Ich darf eh nicht rein, ich muss ja warten. Obwohl sie ständig Rettungswurf gegen Tod machen müssen. Aber irgendwie klappt es mit dem Tod nicht. Es ist anscheinend eher ein Rettungswurf gegen Ohnmächtigkeit. Blöder Zauber. Sag mir, was zu tun ist. Ich kann die Ohnmächtigkeit ja nicht mal ausnutzen. Naja, wir werden noch Besseres kriegen. Ich muss jetzt halt warten, bis der Spaß aufhört. So, und jetzt gucke ich mal, vielleicht liegt ja noch jemand flach. Ja. Seht ihr? Jetzt sind sie gerade aufgestanden. Es hat halt null gebracht. So, erst auf den Schaman, weil der zaubert. Die sollten ja relativ einfach sein, normalerweise. Ja, die kloppen wir nieder wie Goblins. Das, obwohl, die tun mir auch ein bisschen weh. Habe ich gerade feststellen müssen. Kommt, stellt euch mal nicht an. Ah, wir kämpfen auch gerade gegen den Hauptmann. Ja, der hält natürlich ein bisschen mehr aus. Ja, muss ich aufpassen. Ja, komm schon, den schaffen wir noch. Hopp, nur noch den Hauptmann. Shit, die machen so dreckige Zauber.
Wir sind festgehalten und vergiftet. Oh shit, ich glaube, wir müssen nochmal laden. Weil es sind zu viele. Okay, okay. Wo ist dieser dreckige Schamane, der diese Zauber gemacht hat? Da, okay, den angreifen. Und Minz geht jetzt mal in den Nahkampf und helft denen da, die festgehalten werden. Ah, aber Dingens stirbt. Ich kann nichts dagegen tun. Und wenn der Hauptheld stirbt, dann ist aus. Ich könnte höchstens noch versuchen, Gift zu neutralisieren, aber er wird wahrscheinlich noch normalen Schaden bekommen von den anderen. Ja, und das war's. Haben wir schon den Game Over Screen gesehen? Ich glaube noch nicht. Das ist er. Ja, sehr stylisch, ne? Hauptcharakter ist gestorben. Ihr müsst das Spiel neu starten, beziehungsweise laden. Quicksave ist ja kein Problem. Ja, gut, also das mit der Wolke war ein Satz mit X leider. Ja? Ich guck mal, ob ich was Sinnvolleres habe. Kann ich Tiere beschwören oder irgend sowas Cooles? Heiliges Zerschmettern. Stille. Ich habe nur Blödsinn, ey. Müssen die Zauber beim nächsten Pen neu anordnen. Das ist ja nur Blödsinn drin. Ja, sprühende Farben ist noch ganz in Ordnung, aber sonst... Holy shit. Ist das enttäuschend. Und Chahera hat ja auch so gut wie nichts, ne? Da würde ich sagen, kämpfen wir jetzt nochmal, aber richtig. Ja, ich hoffe, das bringt das bedeutet, ich werde jetzt Minz auch noch nach vorne schicken. Und ich schlage zu. Das war halt blöd, dass die Nahkämpfer da festgehalten wurden. Das hat uns regelrecht in die Knie gezwungen. So, erst die Schamanen. Den Hauptmann ignorieren wir. Weil wenn die unsere Charaktere einfrieren, dann ist das viel, viel schlimmer. Und die Schamanen gehen ja auch deutlich schneller. Oh nein, das sind alle drei! Nein, was tut ihr denn? Okay, jetzt könnte ich vielleicht doch diese Wolke, wenn ich die jetzt gut platziere, sodass... Weil, okay, wenn die bewusstlos sind, das kann uns ja daran auch egal sein. Und dann machen wir sie mit Fernkampf fertig. Das wäre doch eine Idee. Das probiere ich jetzt mal. Giftwolke ungefähr hier platzieren. Schnell, schnell, schnell. Jetzt wieder ein Charakter stirbt, bringt's halt nichts. So. Und jetzt müssen die Fernkämpfer halt gucken, dass die schnell... Am besten die, wo auf den Beinen bleiben, die sollen angegriffen werden. Hauptmann. Weil die, wo bewusstlos sind, die können uns ja gerade egal sein. Aber wenn ich mir Minz angucke, wird das wieder eng. Schauen wir mal. So. Und du... Entfernst das Gift beim Minz. So, da muss die nah ran. Der Hauptmann lässt ab. Aber der da, der Krieger, kämpft noch wie blöd. Bei dem müssen wir mal gucken. Okay, den haben wir. Das funktioniert, Leute. Der Rest ist bewusstlos und unsere Helden stehen noch. Das ist lustig, dass unsere Helden in diesem starren Modus sind und deswegen nicht mal ohnmächtig werden. Wenn der Hobgoblin-Hauptmann eine Gehirnzelle besitzt, dann wird er jetzt zu meinen Fernkämpfern gehen. Und das tut er jetzt leider auch. Okay. Ausgerechnet zu ihr, aber das kriegen... Shit, was kommt denn da? Wieso muss das jetzt kommen? Nein! Tu mir das nicht an! Shit, und da ist schon wieder Gift bei Minsk. Ich denke, ich bin soweit. Okay, du gehst jetzt in den... Dingskampf und versuchst er. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was passiert hier, Leute? Du gehst jetzt auch in den Nahkampf. Wir müssen echt gucken, dass wir das noch hinkriegen. Oh, und jetzt kommt da so ein Vieh. Ich glaube es ja nicht. Was für ein Chaoskampf. Oh, der wird noch geheilt. Ey, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Was passiert hier? Es sieht richtig mies aus. Der Festhaltenzauber wirkt halt immer noch. Aber schön, haben wir mal einen anspruchsvollen Kampf. Oh, das sind auch einige wieder wach und... Ah, das wird nichts, Leute. Ich muss es neu laden, beziehungsweise wir machen das nächste Mal dann. Weil, habe ich jetzt doch ein bisschen unterschätzt hier. Kampf gegen Hobgoblins. Diese blöden Schamanen, ey. Dass die da einfach meine,
dass die da einfach meine Nahkämpfer hier blockieren, dann muss ich halt komplett auf Nahkampf verzichten, weil dann machen sie es anscheinend nicht. Ja, mache ich dann das nächste Mal. Ich denke, dann wird es einfacher sein. Gut, Leute, wir werden das schon schaffen. Das nächste Mal dann, mit der Hoffnung, nächstes Mal ist gleich morgen. Ich gebe mir Mühe in diesem Sinne. Freut euch drauf, wenn es ja weitergeht mit Let's Play Baldur's Gate 2. Also, bis denne!